So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, ich komme gerade vom Flohmarkt. Ja, im Moment macht es ja wieder zwischen 60% und 80% Spaß, auf den Flohmarkt zu gehen. Auch wenn da, ich mag es lieber, wenn da sehr viel private Leute verkaufen. Da kommt man nämlich auch an sowas dran. Wie gesagt, das ist ein älteres, ja, 8 Jahre Lego Star Wars Set mit der Nummer 9496. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Es wurde mir versprochen, es ist komplett. Ich öffne es gleich, weil er wollte es so aufreißen. Aber dann geht meistens durch diesen Tesafilm, wisst ihr selber, das Bild kaputt. Und ich mag es, wenn die Verpackung dazu da ist. So, jetzt muss ich natürlich auch sagen, er hatte so viele große Sets sogar noch und was nicht alles. Und sehr viele Lego Star Wars Raumschiffe, alte, wo kein Karton bei war, habe ich die Finger von gelassen. Hierfür wollte er eigentlich 25 Euro haben. Ich habe es hinterher gekriegt für 20. Ich habe es direkt angeboten, für 20 nehme ich es mit und er hat ja gesagt. Jetzt sagt der ein oder andere, sagt, ja, es gibt ja im Internet vielleicht schon billiger oder eben das Doppelte nur. Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Zwischen 15 und 25 Euro wären das eigentliche Wüstenschiff, der kleine, die Schlangendino, aber ohne Figuren. Teilweise die einzelnen Figuren zwischen 15 und 25 Euro gehandelt. Ihr wisst über 15, 20 und so weiter. Es sind coole Figuren. Also, was haltet ihr von dem Preis? Ich baue es natürlich jetzt auf. Wie gesagt, ich habe für das Komplettpaket Karton, ihr seht es schon, ist in einem sehr guten Zustand. Für 20 Euro bekommen. Ich finde, es passt zu mein altes Lego-Wüstenschiff. Ist natürlich auch witzig, zu die 7104. Aber nichtsdestotrotz packe ich es jetzt mal aus. Und wie gesagt, das muss ich gleich reparieren hier. Und hoffe, dass er recht hat, dass es komplett ist. Ja, die muss ich gleich hier wieder abmachen versuchen. Ja, die gehen ab. Warum? Wenn nämlich Einzelteile drin sind, die klebe ich gleich wieder von unten mit Tesafilm wieder fest. So. Bauanleitung. Schon mal cool. Schon mal das erste Teil. Oh, da ist die erste Figur. Das ist Boba Fett. Da fehlt aber der Helm. Hier ist ein Tütchen. Das sind die transparenten Steine, wo das Schiff im Teer ist. Cool. Schon mal 2 Figuren dabei. Da ist der Helm von Boba Fett. Cool. Diese Figur ist nicht zu berauschen. Jetzt fehlt nur noch Luke, glaube ich. Da ist er. Ist leer. Hier ist Luke. So, und jetzt müsste noch ein grünes Laserschwert irgendwo rumhängen. Aber das Schiff, seht ihr selber, ist, glaube ich, so komplett. Kann man alles drehen. Hier kommt die Brücke dran. Aber das Chrom-Laserschwert ist nicht dabei. Nein, aber zum Glück habe ich so viele Chromschwerter noch. Also in Chrom und Grün. Wo habe ich hier eins liegen? Da müsste ich jetzt... Ich gehe mal hier zur Kiste. Ja, ich habe ja hier blaue Stangen. Ich habe grüne Stangen irgendwo. Also das Laserschwert ist mir jetzt nicht so wichtig. Da komme ich auf jeden Fall zu. Da kann ich zur Not. Jetzt, ich habe hier 2 liegen. Kriegt er jetzt von mir mal
muss ich vielleicht nur die groben Sachen rausholen. Ein Rot, nee, Rot passt nicht zu ihm. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Laserschwerter habe ich ja auch was. Aber das Wichtigste ist natürlich, die vier Figuren sind absolut dabei. Das heißt, der Preis ist eh schon wieder raus. In dem Sinne. Aber der ein oder andere weiß es. Dann haben wir hier die Pistole. Die große. Ach, ist von Boba Fett. Ja. So, jetzt muss ich mal im Tier schauen. Ist da noch eins? Der kommt. So wahrscheinlich hin. Ich baue es jetzt mal ohne Anleitung. Ihr kennt das ja, dann passt es meistens nie. Aber es sieht schon danach aus, als könnte es passen. Hier habe ich eine. Ich muss doch mal mit reingucken, wo die Platte wohl hinkommt. Aber es scheint komplett zu sein. Ja, wie gesagt, ich nehme gleich die Zeit und baue ihn richtig zusammen. Die Platte muss ich gleich mal gucken. Ich will das ja nicht, dass das Video extrem lange machen. Aber ihr seht schon. Mir gefällt das. Es ist also praktisch komplett. Aber warum das Feuer hier ist, weiß ich natürlich auch nicht. Dann haben wir hier noch transparente Platten. Die kommen hier rein. Dann sehr viele Brillenteile. Mal den Boba Fett angucken, den hintersten. Er ist komplett. Diese Brillenteile, die gehören noch eigentlich Sturmtrooper. Aber ist egal. Ich habe hier noch ein paar Teile. Die Brücke. Bisschen staubig, aber sonst, ihr seht es selber, scheint das Schiff oder der Raumgleiter absolut okay zu sein. Da hinten kommt noch eine braune, wird auf jeden Fall dabei sein. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist ja in diesem Lego Star Wars Set mit der Nummer 9496 sind wirklich diese Figuren. Und die sind alle dabei. Ich zeige es euch mal, weil die Figuren, die älteren, wie gesagt, die liegen zwischen 15 und 25 Euro. Es kommt immer drauf an, welche. Die hier ist zum Beispiel die günstige, ich glaube 7 Euro, glaube ich nur. Weil da ist, wird da nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber hier, die Figuren, top. Scheinen alle im Original zu sein. Keine anderen Füße bei oder Gesichter. Okay, hier fehlt jetzt das Laserschwert. Aber das kriege ich auch noch hin. Mega. Hier haben wir jetzt die kommen. Ach, die ganzen kleinen weißen Zähne kommen da dran. Ah, jetzt, und das ist das Teil, was hier hinkommt. Ich war die ganze Zeit an Gröbeln. So, der eine da drauf. Und hier kommen die ganzen. Weißen Zähne. Ich war schon am Überlegen, wo die weißen Zähne hinkommen würden. Dann kommt dieses hier rechts und links daneben. Ah, der kommt da rein. Kann man drehen. Und der hier müsste jetzt von außen. Ah, der kommt. Habe ich jetzt hier leider etwas falsch zusammengebaut. Das ist, wenn man ganz schnell nicht die Bauanleitung benutzt. So. Wegdrehen. Aha. Aber wie gesagt. Ah, diesen, was ist das? Ein Kopf. Diesen Mund von dieser Star Wars Riesenschlange und dieser Raumgleiter an sich bekommt man schon für 15 Euro. Ohne Figuren, ohne Zusatz. Der ein oder andere weiß es. 15 Euro müsste man damit schon hinlegen, vielleicht mit Karton.
so 20, 25 Euro. Wenn ihr aber dann mit die Figuren haben wollt, dann sind es natürlich etwas teurer, weil die Figuren sind alle hochwertig, bis der auf rote Hose, aber nichtsdestotrotz. Wollte ich einfach nur mal zeigen, Flohmarkt ist wieder da, ihr könnt wieder Schnäppchen machen, wenn ihr wollt. Und jetzt ist meine Frage an euch, wie findet ihr das Komolut? Ist Bauanleitung bei, komplett, bis auf den Laserschwert. Die Verpackung, die ist wirklich in Top-Zustand. Das berichte ich gleich für 20 Euro. Ich finde den Preis okay. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Star Wars unter ein Video verlinken. Ihr wisst es ja, sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger, da müsst ihr selber schauen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.